Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich versuche mich so kurz zu fassen, wie geht. Folgendes. Ihr findet zwei Links in der Videobeschreibung. Der erste Link führt zu dem Video, das ihr bitte angucken müsst, wenn ihr dieses Video angucken wollt, weil es geht in diesem Video um das andere Video vom, wie heißt er, Waldgeist? Irgend sowas. Entschuldigung, ich krieg's gerade nicht ganz zusammen. Ich schreibe es hier unten hin. Und im Übrigen, ich möchte in keinster Weise dieses Video oder dessen Ersteller in irgendeiner Form kritisieren. Wirklich gar nicht. Also ich hoffe, niemand will das jetzt irgendwo raushören. So ist das überhaupt nicht gedacht oder gemeint. Ich habe da nur eine etwas andere Meinung dazu. Zu dem, was man da sieht und wie schlimm das entsprechend ist. Aber das ist ja auch, glaube ich, denke ich, so ein bisschen der Grund, weshalb ich da diesbezüglich gefragt worden bin, dass ich da auch noch meine vielleicht ein bisschen professionellere Meinung zu dem Thema abgeben kann. Professionell heißt nicht besser, heißt nur, ich habe da halt einfach einen anderen Sichtwinkel, Blickwinkel entsprechend drauf. So, zweiter Link, den ihr in der Videobeschreibung findet, ist mein Video zur generellen Thematik Holzernte, warum die notwendig ist und warum vor allen Dingen die Holzernte in Deutschland nach wie vor notwendig ist und der Wald als Wirtschaftswald, der er ist, das ist ein Fakt, das kann man sich versuchen auszureden, aber das ist so. Ob das gut ist oder schlecht, das überlasse ich auch jedem selber, aber es ist definitiv trotzdem so. Was es damit halt auf sich hat. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Ist recht ausführlich. Da wird so ziemlich vieles angesprochen, was ich jetzt hier in diesem Video nicht nochmal wiederholen möchte, was aber theoretisch thematisch durchaus hier auch noch hinpassen würde. So. Und dann haben wir jetzt hoffentlich die beiden Sachen entsprechend gesehen. Oder zumindest die erste Sache. Die zweite Sache könnt ihr gucken, die müsst ihr nicht gucken. Und dann kann es hier jetzt weitergehen. So, was man da jetzt sehen kann in besagtem ersten Video, sind die Folgen der hochmechanisierten Holzernte. Es gibt grob unterschieden zwei Möglichkeiten, wie man in Deutschland Holz machen kann, nämlich einmal motomanuell und einmal hochmechanisiert. Früher gab es mal noch gänzlich manuell, heißt wirklich mit der Handsäge und mit der Axt, aber das ist aus hoffentlich verständlichen Gründen, weil es einfach viel zu lange dauert, für eine professionelle Holzwirtschaft, Forstwirtschaft überhaupt keine Option. Das kann man mal machen, wenn man Spaß dran hat. Das macht der Praktikant, das macht der Forstwirt in der Ausbildung. Aber für die Praxis ist das natürlich Schwachsinn. So, also, was ist motomanuelle Holzernte? Das läuft so ab, dass ein Forstwirt mit der Motorsäge in den Wald läuft und den markierten Baum entsprechend umsägt. Wie das genau abläuft, da muss man den Forstwirt fragen. Das kann niemand so gut erklären wie der Forstwirt, weil das ist dem eben sein Fachgebiet. Auch bei Fragen, wie der Baum nun zu fällen ist, überlässt ein vernünftiger Förster seinem Forstwirt grundsätzlich immer alles selber, weil fürs Umsägen ist immer der Forstwirt der Fachmann. Welcher Baum umgesägt werden soll, das muss der Förster wissen. Aber wie, das ist der Forstwirt zuständig. Deswegen werde ich dazu jetzt auch überhaupt nichts sagen und das den entsprechenden Fachmännern überlassen. So, der liegt dann da jedenfalls. Und jetzt muss der Baum entsprechend noch abtransportiert werden und da spricht man von Rücken. Rücken ist der Transport von Holz, das man gefällt hat, zur Forststraße, weil nur auf der Forststraße kann entsprechend so schweres Gerät fahren, dass man da halt viele Baumstämme draufladen kann, die dann ins nächste Sägewerk fahren, also ein Holz-LKW quasi. Sieht man ja hin und wieder auch mal auf der Autobahn oder auf anderen großen Straßen mal so einen rumfahren. Manchmal kommt sogar mal irgendwo einer aus dem Wald gefahren. Ihr wisst sicherlich, wovon ich rede. Zu denen könnte man jetzt auch noch ein paar Takte verlieren, aber tut hier jetzt nichts zur Sache. Dieses Rücken kann jetzt auf verschiedene Möglichkeiten stattfinden. Es gibt da die hochgelobte von manchen Leuten unglaublich aufwendige, muss man sagen, Methode des Pferderückens. Da besorgt man sich ein sehr großes, sehr starkes Pferd und an dieses sehr große, sehr starke Pferd hängt man so ein kleines Tragegeschirr und an dieses Tragegeschirr hängt man dann halt entsprechend einen Stamm. Teilweise gibt es da noch so ein Schäufelchen, was man vor den Stamm spannt, damit der Reibungswiderstand besser ist und das quasi wie so auf dem Schlitten rausgezogen wird, dieses Stück Stamm. Einen ganzen Stamm kann so ein Pferd auch nicht schleppen, also immer nur Stücke davon. So, jetzt ist so ein Pferdehuf
von der Bodenverdichtung her im ersten Moment erstmal was, was man kaum sieht. Man sieht also nur wenig Spuren, wenn mit dem Pferd gerückt wurde. Aber es ist auch eine Tatsache, dass der Bodendruck auf der Fläche des Bodens, wo wirklich der Huf draufsteht und sich dieses fast eine Tonne wiegende Pferd so richtig mit Schmackes da reinstemmt in den Boden, um das entsprechend schwere Holz dann auch wirklich mit ordentlich Schmackes aus dem Wald rauszukriegen, was das Pferd kann. Die sind toll, die Viecher, das definitiv. Dann ist der Bodendruck unter dem Huf tatsächlich höher als der Bodendruck von einem modernen Vollernter, also diesen fiesen Maschinen, die man im eingangs verlinkten Video gesehen hat. Das sieht zwar nicht so schlimm aus, aber unter diesem Huf ist der Bodendruck höher als unter dieser Spur, die man von den großen Maschinen da findet. In der Regel, es gibt noch Ausnahmen, da ist es anders, aber meistens ist es halt tatsächlich entsprechend so und da gibt es entsprechende Studien dazu. Man sieht es nur so nicht. Und es hat ökologisch schon noch ein paar Vorteile, muss man auch wieder zugeben, weil bei den Spuren, die bei der hochmechanisierten Holzernte, dazu komme ich gleich nochmal ausführlich, entstehen, hat man halt eine durchgehende Belastung und damit quasi wie, hier haben wir ja so eine kleine Miniaturrückegasse. Wir haben hier also quasi diese Spur, das ist eine alte Rückegasse. Und unter im Boden kann man sich quasi vorstellen, dass die Bodenverdichtung, die dabei entstanden ist, ein bisschen in den Boden runterragt, wie eine unterirdische Mauer quasi. Wenn jetzt also die Wurzel von dem Baum darüber wachsen möchte, dann stößt sie halt unterwegs auf diese Mauer und muss sich dann durch die verdichtete Erde, die wir da haben, erstmal irgendwie durcharbeiten. So. Das haben wir halt eben nicht bei den Pferdehufen. Die mögen da, wo sie entsprechend fies aufgesetzt werden, zwar sehr viel Boden verdichten, aber das ist immer nur punktuell. Also heißt, eine Wurzel, die da durch die Gegend wächst, kann da einfach drum rum wachsen, um diese verdichteten Zonen, die jeweils unterm Huf entstanden sind. Das muss man natürlich jetzt fairerweise auch sagen. So, und jetzt leben wir ja leider nicht hinterm Mond, sondern müssen auch noch mal ein bisschen wirtschaftlich handeln. Das ist so. Wer das bezweifelt, der darf das gerne tun. Wer das nicht gut findet, völlig in Ordnung, finde ich auch nicht gut. Aber das ist so. Alles andere ist halt einfach völlig unrealistisch und nicht durchsetzbar, weil diejenigen, die da im Wald arbeiten, müssen das so tun, wie es ihre Chefs sagen. Und das sind letztendlich diejenigen, die damit Geld verdienen müssen. Und Geld, das im Wald, insbesondere im Staatswald, verdient wird, kommt letztendlich dann wieder auch allen zugute. Das fließt ins Steuertöpflein, da haben wir alle was von. So gesehen kann man schon sagen, das ist unser Wald, weil wir alle was von den Einnahmen über das System, wie es halt nun mal eben funktioniert, abbekommen. Jetzt kann man am System so viel rumstänkern, wie man möchte. Derzeit ist es so, wer daran was ändern möchte, der hat nur die eine Möglichkeit, in die Politik zu gehen oder die entsprechenden Parteien zu wählen, die da irgendwelche anderen Vorstellungen haben. Da gibt es aber keine einzige, wirklich überhaupt keine. Ich habe sämtliche Wahlprogramme gelesen, weil ich überlegt habe, ob man nicht eventuell da ein Video zu machen könnte. Macht aber keinen Sinn, weil keiner schreibt da auch nur ansatzweise irgendwas, wo es um den Wald geht. Selbst bei den Grünen steht, glaube ich, der Wald nur dreimal auf einer Seite mal kurz erwähnt. Also auch die wollen da jetzt nichts großartig irgendwie ändern und finden das wohl scheinbar so ganz gut, wie das gerade ist. Ja, das am Rande angemerkt. Gut, jedenfalls Pferderücken sauteuer. Das kann man sich leisten in einem Forstbetrieb, wo man noch diverse andere Zusatzeinnahmen hat. Dann kann man also trotzdem noch viel Gewinn erzeugen, obwohl man auf das sehr kostenintensive Pferderücken setzt. Beispiel wäre der berühmte Wald vom berühmten Peter Wohleben. Wer den nicht kennt, einmal googeln. Das ist der Autor von Das geheime Leben der Bäume, heißt das, glaube ich. Bestseller, und da hat er noch diverse andere Bestseller inzwischen geschrieben und so weiter und so fort. Ist ja in Ordnung, kann er ja gerne alles tun. Jedenfalls nennt er gerne immer seinen Wald als das Musterbeispiel, wo alles ganz wunderbar ist und im Rest von Deutschland scheinbar nicht. Das Problem ist jetzt nur, was der Herr Wohleben scheinbar nicht weiß, ist, dass man nicht
jeden Wald mit jedem Wald vergleichen kann, was eigentlich das Erste ist, was man als Förster begreifen sollte, dass jeder Wald individuell ist. Und beim Wohlleben funktioniert es deswegen mit dem Pferderücken und trotzdem noch hohen Gewinnen einfahren, weil der hat einen sehr gut gehenden Friedwald und er hat sich. Wenn man nämlich beim Wohlleben in seinem Wald eine Führung machen möchte, dann zahlt man wirklich irgendwie einen unglaublich teuren Preis für 2-3 Stündchen Führung, die er selber hält. Ist wirklich abartig teuer, was das kostet, nur weil er mit der Wohlleben da quasi ein paar Worte erzählt, die man auch in seinen Büchern nachlesen kann. Finde ich wirklich Wucher, muss ich echt sagen. Also ist mir viel zu teuer. Sind weit über 100 Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Daran verdienen die sich doof und dämlich. Und dann haben sie einen Friedwald, also einen Friedhof im Wald. Da kostet ein Liegeplatz normalerweise so irgendwas um die 10.000 Euro. Das ist so ein bundesdeutscher Durchschnitt. Pro Person kann, ein Liegeplatz für ein Familiengrab. Ein Familiengrab kostet, glaube ich, so um die 10.000 Euro. Und man hat in so einem Friedwald quasi unendlich viel Platz. Da kann man so viele Gräber anlegen, wie man lustig ist, wenn der ein paar Hektar groß ist. Da verdient man also wirklich richtig gut Geld dran. Jeder, der irgendwie so ein bisschen einen Privatwald hat, die ganzen Fürsten zum Beispiel, die ganzen adligen Waldbesitzer, die haben auch fast alle inzwischen einen Friedwald gefühlt. Also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber da kann man richtig, richtig gut mit Geld scheffeln, weil man lässt den Baum stehen, man macht da überhaupt nichts, man muss bloß eine Urne drunter verbuddeln. Das ist auch schon alles, was man da an Material- und Personalkosten letztendlich hat. Und dafür gibt es dann halt eben 10.000 Euro. Und da kann man vielleicht noch ein kleines Schildchen an den Baum hängen und solche Sachen. Jetzt versteht mich nicht falsch, das Prinzip Friedwald finde ich prima, ist in Ordnung, gerne, wer das gerne so haben möchte, alles gut. Ob das 10.000 Euro kosten muss oder nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was da noch alles eine Rolle spielt, jetzt aus beerdigungs- und religionstechnischen Gründen. Da ist auch immer irgendwie in irgendeiner Form die Kirche involviert. Wenn man sich in Deutschland beerdigen will, lassen will, ist ja immer in irgendeiner Form die Kirche involviert. Das ist Pflicht, soweit ich das mitbekommen habe. Jedenfalls, damit kann man so richtig Geld scheffeln. Und dann funktioniert eben auch ein Waldkonzept, das von Pferderücken lebt und vollständig auf hochmechanisierte Holzernte verzichtet. Eine andere Möglichkeit bei der motomanuellen Fällung von Bäumen, um jetzt wieder zum Thema zurückzukommen, ist, dass man die rausschleppen lässt mit irgendeiner Seilwinde. Die Stämme, die Teile von den Stämmen, nicht immer die ganzen Stämme. Die müssen dann allerdings im Regelfall vor Ort entastet werden und das macht dann wieder der Forstwirt mit seiner Motorsäge. Wenn es ganz krass wird, sollen sie vor Ort sogar noch entrindet werden. Da müsste man dann mit dem Schäleisen hin, das ist so eine Klinge an so einem langen Stab und muss dann damit quasi wie mit so einem Schrubber den Stamm entlang schrubben und jedes bisschen Rinde eben mit diesem Eisen abschälen. Das ist eine Schweinearbeit. Ich habe das mal ein bisschen gemacht und ich bin halber gestorben. Das ist unglaublich anstrengend, kostet entsprechend viel Kraft, Zeit und damit Geld. Ist also im Prinzip völlig unwirtschaftlich. Kann man so gut wie nicht bezahlen. Das, was du da dann wieder aus dem Stamm rauskriegst, der dann vielleicht ein bisschen mehr wert ist oder sich besser hält und auf keinen Fall der Borkenkäfer zum Beispiel, der geht dann nicht ran, wenn keine Borke dran ist. Kein Borkenkäfer, ist eigentlich relativ simpel, aber das ist einfach völlig unwirtschaftlich. Man könnte das theoretisch tun, dann müsste man es halt mit dem Manpower vor Ort tun und wie gesagt zum Rausnehmen Seilwinde an irgendeinem Schlepper, Traktor und Seil bzw. Kette ist es eher, um den Baum machen und dann halt rausschleifen. So. Jetzt haben wir da beispielsweise mal 20 Bäume rumliegen. Wenn wir jetzt, egal ob wir mit dem Pferd oder mit dem Schleifrücken arbeiten, auch das mit dem Pferd ist auch eine Form von Schleifrücken, haben wir dann immer von jedem Baum, wo der liegt, bis zur Waldstraße eine Schleifspur des Baums, der zur Waldstraße geschleift werden muss. Die sind nicht so schlimm, beziehungsweise die sehen nicht so schlimm aus wie die Reifenspuren von einem Harvester, die wir im eingangs verlinkten Video gesehen haben. Der Laie sieht das eine Zeit lang, bis das dann wieder einigermaßen zugewachsen ist und dann sieht das gar nicht mehr. Sieht also wirklich nicht so dramatisch aus. Aber wir haben, wenn wir, sagen wir mal, 30 oder 40 Bäume gefällt haben und nicht nur 20,
30 oder 40 solche Schleifspuren, die da mitten durch den Wald gehen. Wir haben also eine erheblich höhere Fläche mit Bodenverdichtungen, mit Beschädigung des Waldbodensgefüges, als wir es haben, wenn wir hochmechanisiert Holzernte betreiben. Denn dazu kommen wir jetzt. Hochmechanisierte Holzernte funktioniert so, dass mit Rückegassen gearbeitet wird. Rückegassen sind die Wege, auf denen die schweren Maschinen durch die Gegend fahren. Also genau das, was man im eingangs verlinkten Video sieht. Auf diesen Wegen müssen halt wirklich so richtig fette, schwere Maschinen rumfahren. Die hinterlassen dann entsprechend richtig fette, fiese, große Abdrücke. Wie intensiv die jetzt nun sind, diese Abdrücke, das hängt von verschiedenen Faktoren ab, dazu komme ich dann gleich noch. Aber jedenfalls sind die erstmal fast unvermeidbar, dass ein gewisses Maß an diesen Abdrücken entsteht. Der Nachteil, die sind da. Der Vorteil, die sind nur auf der Rückegasse. Bei den anderen Rückeverfahren haben wir überall im Bestand entsprechend kleinere Bodenverwundungen, Bodenverdichtungen und sonstige Schäden. Es kann auch mal ein Baum eben vom vorbeischleifenden Stamm getroffen werden und dann kann da entsprechend Rinde abplatzen, dann geht der Pilz rein, der ganze Baum stirbt ab. Das ist nicht selten, das passiert relativ häufig. Das haben wir alles weniger, das gibt es zwar auch bei der hochmechanisierten Holzernte, aber erheblich weniger, wenn wir eben alles von der Rückegasse aus arbeiten. Der Harvester kommt, das ist dieser Vollernter. Der kommt angefahren auf der Rückegasse, bleibt da, macht keinen anderen Waldboden kaputt als nur diesen vergleichsweise wenigen Boden auf der Rückegasse, greift sich irgendwo im Bestand einen Baum, sägt den ab, nimmt den her, fährt den Baum da quasi durch, entastet, also wo jetzt, wenn jetzt hier noch Äste dranhängen würden, würden die da schön abgeschnitten werden und dann sägt er auch immer noch stückchenweise das Ding in die gewünschte Länge, zum Beispiel 4 Meter Abschnitte. Und das kann er sich dann durch seinen Greifarm im Prinzip, wenn das ein entsprechendes Modell ist, ist jetzt nur ein Beispiel, da gibt es viele verschiedene Modelle, hinten schon in so einen Korb reinschmeißen und quasi direkt einsammeln. Dann muss nämlich nur einmal über die Rückegasse gefahren werden, das wäre der Optimalfall. Das ist dann ein sogenannter Harvester, also Harvester und Forwarder. Der Forwarder ist normalerweise der, der mit dem Greifarm hinterherfährt, hinter dem Harvester, der das Zeug absägt. Und der Forwarder, der sammelt es ein, schmeißt es hinten auf seinen Korb und fährt es dann raus. Wir haben hier jetzt also eine Form von Tragrücken und nicht Schlepprücken, heißt, das Holz wird nicht über den Boden gezogen, sondern es wird getragen und kommt eigentlich nicht in Bodenkontakt. Ist für da, wo das Holz sonst lang geschleppt wird, besser. Ist aber halt dann so, dass wirklich sämtliches Gewicht auf der Rückegasse sitzt. Da kommt es dann halt eben deswegen, das ist der springende Punkt, worauf ich hinaus möchte, dazu, dass die Rückegasse selber verwüstet aussieht. Der Rest vom Wald, aber vergleichsweise. Guckt euch mal nochmal so eine klassische motomanuelle Holzernte an, da sieht es viel wüster aus, als wenn der Harvester durchgegangen ist. Und man kann das auch wirklich wissenschaftlich nachweisen, es ist viel schonender für den Wald, abgesehen von der Rückegasse, wenn da halt eben hochmechanisiert richtig gemacht. Wenn der Scheiße gebaut wird, dann sieht es natürlich auch wieder anders aus, aber wenn der hochmechanisiert richtig gemacht Holzernte betrieben wurde, dann sind die Schäden außerhalb der Rückegasse am Wald so gut wie nicht vorhanden. Und vor allen Dingen, was auch wegfällt, was motomanuell immer stattfindet, ist das eigentliche Fällen vom Baum. Also sprich, der fällt um und kracht mit einer gewaltigen Energie auf den Waldboden. Erstens mal ist da alles kaputt, was irgendwie in irgendeiner Form da gelegen hat. Die ganzen jungen Bäume, in die der alte Baum reinstürzt, sind alle im Eimer. Die kann man quasi abschreiben. Und der Harvester, der kann halt eben das Ding stehend entnehmen. Das muss gar nicht erst umgeworfen werden und am besten auf beiden Seiten noch ein paar Mal in den Wald gehauen werden, damit auch möglichst viel kaputt ist, sondern der kann ihn wirklich ganz entschonend rausnehmen und nur die einzelnen kurzen Stücke von 4 Meter, die lässt er quasi an der Rückegasse am Rand fallen und liegen und legt sie halt eher hin, als dass er sie runterschmeißt. Also das ist wirklich ein erheblich schonenderer Prozess, die eigentliche Fällung. Das einzige Problem, der einzige Nachteil ökologisch gesehen, den wir haben bei der hochmechanisierten Holzernte, ist halt eben die Bodenverdichtung in der Rückegasse. Und ich habe es ja eben schon angesprochen, dadurch, dass das so eine lange Fläche ist, so eine lange Gasse,
haben wir halt über die gesamte Länge der Gasse überall im Boden eine unterirdische Mauer sozusagen. Und das große ökologische Problem besteht darin, dass diese Mauer, wenn sie dann wirklich intensiv und tief runter geht und da viel auf der entsprechenden Rückegasse gearbeitet worden ist, das sogenannte Wood Wide Web abschneiden kann. Da ist noch die Forschung gerade dran. Man weiß noch nicht so hundertprozentig, wie das genau abläuft. Aber jeder Baum ist mit jedem Baum, soweit das denn irgendwie über ziemlich lange Entfernungen funktioniert, vernetzt durch ein Pilznetzwerk, was im gesamten Boden verläuft. So eine Art Internet im Wald halt eben. Und wenn da jetzt zwischendrin eben unterirdische Mauern im Wald verlaufen, dann kommen da diese Pilzfäden möglicherweise nicht mehr durch. Wie gesagt, man weiß es noch nicht so hundertprozentig, das ist also eigentlich nur eine Spekulation, also eine sehr qualifizierte Spekulation, aber bewiesen ist es noch nicht. Inwiefern das immer zutrifft oder unter welchen Bedingungen mal nicht und wann doch. Jedenfalls, das ist natürlich schon ein ökologisches Problem, führt zu einer gewissen Schädigung der Kommunikation der Bäume untereinander. Inwiefern das jetzt schlimm ist, wissen wir noch nicht. Könnte man aber schon annehmen, dass das sicherlich nicht so gesund ist. Problem ist aber halt eben, die Alternative, die klassische monomanuelle Holzernte, ist erstens mal viel teurer. Also da habe ich noch gar nicht mit angefangen, drüber zu sprechen. Der Geldfaktor, der natürlich eine Rolle spielt. Wie gesagt, wir wohnen nicht hinterm Mond. So realistisch muss man sein, dass man halt eben im Hinterkopf nochmal hervorruft, dass das natürlich mit Geld zusammenhält. Da arbeiten Leute, da hängen Jobs dran, da wollen alle Menschen Geld verdienen, die ganze Holzindustrie. Die Forst- und Holzindustrie ist übrigens von der Menge der Arbeitnehmer her die zweitgrößte oder die größte nach der Automobilindustrie. Ne? Das weiß auch kein Mensch. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie man es genau definiert und wie viele Jobs jetzt gerade in welcher Branche derzeit vergeben sind. Aber es ist ein riesen Cluster, das Forst- und Holz-Cluster in der deutschen Wirtschaft. Also wenn man mal wieder irgendwelche Dieselskandale vertuschen muss, damit auch ja keine Arbeitsplätze verloren gehen oder ähnliches. Sowas Ähnliches sollte man im Forst eigentlich auch in Erwägung ziehen, aber da interessiert es niemand, weil der Forst hat keine Lobby und das interessiert da kein Mensch und keine Sau weiß eigentlich, wie viele Leute im nachgelagerten holzverarbeitenden Gewerbe tätig sind. Das auch nur so mal wieder am Rande angemerkt. Ja, Faktor Geld. Im Idealfall kostet Holzernte plus Rücken mit dem Harvester, es geht sogar teilweise sogar noch billiger, aber in einem guten Fall, sagen wir jetzt mal, kostet das 20 Euro pro Festmeter, also pro Kubikmeter Holz, den man da insgesamt rausholt. Motto manuell, da sind wir bei 40, also mindestens 40. Das kann auch deutlich mehr sein. Mit dem Harvester kann es auch noch mal mehr kosten. In Scheißsituationen mögen es dann vielleicht auch 40 Euro sein. Aber dann wären wir bei Motto manuell, kann man dann locker bei 60, 70, 80 Euro sein. Teilweise lohnt sich dann wirklich eigentlich nur noch die Motto manuelle Holzfällung und Rückung, wenn man Wertholz macht. Also Hölzer, die weit über 100 Euro wert sind pro Festmeter, wenn man sie dann letztendlich verhökert, weil sonst ist einfach die Spanne zwischen Aufwand und potenziell dann möglichen Gewinn, das lohnt sich dann hinten und vorne nicht mehr. Und man hat ja auch immer noch die Fixkosten des Forstunternehmens, wer sich ein bisschen mit BWL auskennt und weiß, was Fixkosten sind. Also zum Beispiel die angestellten Forstwirte, die kosten ja in jedem Fall Geld, ob die jetzt nun gerade Holz fällen oder nicht. Auch wenn sie krank sind, kosten sie Geld. Wenn sie Urlaub haben, kosten sie Geld. Das ist, soll denen ja alles gegönnt sein, aber spielt halt auch mal so eine Rolle. So ein Harvester, wenn der in der Gegend rumsteht, naja, dann muss er immer noch abgeschrieben werden und man rechnet es auch entsprechend rum, dass er dann theoretisch auch Geld kostet, aber im Grunde sind die Fixkosten dann schon deutlich reduziert, weil dann braucht er kein Benzin, dann braucht er kein Öl und so weiter und so fort. Ne? Also Geld spielt in diesem Bereich selbstverständlich eine große Rolle und das sollte jetzt nun wirklich niemanden überraschen, der nicht hinterm Mond wohnt, wie schon erwähnt. Gut, das also zur Begründung, weshalb in den allermeisten Fällen man sagt, hochmechanisierte Holzernte ist im Grunde eine ganz gute Sache. Es sieht nicht schön aus, aber das ist halt auch eben wieder das Problem, was
sind die Dinge, die man messen kann, die man nachweisen kann, und was ist das, wie es aussieht. In einem Wald, der reich ist an Leuten, die dort Erholung suchen, ist es selbstverständlich ein Nachteil, wenn da entsprechend viel hochmechanisiert Holzernte gemacht wird, weil man dann halt eben diese Gleise, wie wir sie im eingangs verlinkten Video gesehen haben, doch relativ häufig antrifft. Das sorgt für Unverständnis und für Zorn bei den Waldbesuchern, was ich ja auch im ersten Moment absolut verstehen kann, beziehungsweise eigentlich eher nach dem zweiten Nachdenken, weil ich ja die Hintergründe kenne. Aber das ist selbstverständlich, völlig verständlich. Und man muss sagen, der große Fehler, den die Forst- und Holzindustrie in diesem Bereich macht, ist mangelnde Aufklärung. Man sollte da einfach viel mehr Aufklärungsarbeit betreiben und viel mehr erklären, dass das zwar schlimm aussieht, die Alternative aber nicht besser ist, beziehungsweise nur in seltenen Fällen besser, aber unendlich viel mehr Geld kostet. Vergleichsweise. Vielleicht ein bisschen besser. Vielleicht. Auch nur vielleicht. In manchen Situationen. In anderen Situationen. Es gibt auch Situationen, da ist es definitiv schlechter mit der klassischen Holzernte, wenn man die ökologischen Parameter betrachtet. Vom Geld jetzt mal ganz zu schweigen. Kommt immer so ein bisschen drauf an. So. Das vielleicht zum allgemeinen Teil dieses Videos. Und jetzt sehe ich aus dem eingangs verlinkten Video zwei große Fragen aufgeworfen. Frage Nummer 1. Warum machen die das im Herbst und nicht im Sommer, wo es doch trockener wäre, beziehungsweise besser, wo es nicht so viel regnet? So, dazu kann ich jetzt sagen, statistisch gesehen regnet es im Sommer mehr als im Herbst. Burp. Das weiß kaum jemand und ich bin da selber mal drauf reingefallen im Studium, und das ist in keinster Weise irgendein Vorwurf an den Autor des entsprechenden eingangs verlinkten Videos, weil man hat das Gefühl, es würde im Herbst viel mehr regnen, man hat auch das Gefühl, es würde im Winter viel mehr regnen, und was stimmt ist, dass die Stunden, die es regnet, im Herbst und Winter höher sind als im Sommer. Aber im Sommer kommt erheblich mehr Niederschlag runter. 2/3 des Jahresniederschlags fallen im Sommer und nur 1/3 im Rest des Jahres. Ganz grob. Kommt immer darauf an, in welcher Region von Deutschland. Aber so ungefähr kommt das hin. Das weiß wieder nur kaum jemand, weil es wird einfach anders wahrgenommen. Wenn es im Sommer aber mal regnet, was ist das dann? So ein krasser Gewitterregen. Also sowas, wo es so richtig runterplattert. Und wenn es 2 Stunden plattert, dann kann das locker mal die Regenmenge sein von einer ganzen Woche Nieselregen im Winter. Oder noch viel mehr. Die ganzen Überschwemmungsereignisse und so weiter, die haben wir auch selten, sage ich jetzt mal, im Winter, sondern auch immer im Sommer, weil es dann mal halt taglang Starkregen gibt. Also die Wirkung von Starkregenereignissen ist halt viel, 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 viel höher als dieses bisschen Geniesel, was im Winter mal stattfinden kann. Deswegen, Holzernte im Sommer ist generell einfach deswegen statistisch gesehen eher ein Problem als Holzernte im Herbst. Normalerweise ist der Herbst eigentlich so die Zeit, wo man dann so langsam wieder anfängt und lässt es im Sommer teilweise sein. Da gibt es verschiedene Modelle, verschiedene Ansichten zu, und ganz ehrlich kenne ich mich da auch gar nicht so gut aus, weil da ist das so ein Bereich, das ist so richtig krasse Praxis, so absolute Praxis. Wann mache ich denn am besten mein Holz? Und ich bin Wissenschaftler. Und deswegen ist krasse Praxis so der Bereich, wo ich mich dann so ein bisschen ausklinke und schnell hinter den nächsten Baum verstecke, weil ich das zwar auch mal gelernt habe und auch mal so ein bisschen durchgespielt habe, aber eine genaue Planung, eine Holzerntemaßnahme, das überlasse ich dann dem Förster, der Förster gelernt hat und nicht dem Förster, der Forstwissenschaftler ist. Und deswegen... mehr möchte ich dazu nicht sagen, aber generell ist der Sommer nicht besser. Also das stimmt dann, wenn der Sommer völlig ausgetrocknet ist. Das Problem ist nur, das weiß man vorher nicht. Statistisch gesehen ist es immer noch so, dass du, wenn du das Ding in den Sommer legst, eigentlich ein höheres Risiko hast, dass es nass wird und der Boden dann entsprechend scheiße aussieht nach der Holzerntemaßnahme, als das im Herbst oder im Winter der Fall ist. So. Generelles Problem der hochmechanisierten Holzernte, weshalb es dann hin und wieder so aussieht, wie im eingangs erwähnten Video gesehen, ist, dass es im Winter nicht mehr kalt genug wird. Denn der Harvester und der Forwarder sind Erfindungen aus Skandinavien. Was haben die da für einen Vorteil? Die haben da noch Winter. Und wenn man das Ganze auf gefrorenem Boden macht, dann passiert da überhaupt nichts. Dann entstehen nicht mal solche Gleise, wie man sie da sehen kann, im eingangs erwähnten Video.
Und das ist halt was, wovon man auch ausgegangen ist, dass das vielleicht so irgendwie funktionieren wird, wenn man das Ding nach Deutschland importiert. Das Problem ist, das bisschen Winter, was wir jetzt derzeit noch haben, womit man rechnen kann, dass da auch wirklich Winter ist. Man muss das ja vorzeitig wissen. Denn es ist ja so, es gibt nicht unendlich viele Harvester in Deutschland, was gut ist. Und die, die da sind, müssen entsprechend übers Jahr verteilt werden, dass die möglichst immer im Einsatz sind und möglichst effizient genutzt werden. Das heißt, man kann nicht erst eine Woche vorher feststellen, oh, jetzt ist es ja kalt, jetzt können wir 100.000 Hektar an Holzerntemaßnahmen vornehmen, weil es jetzt kalt ist. Dafür sind die Kapazitäten nicht da. Man kann nicht nur, weil es jetzt kalt ist, plötzlich sämtliche Holzerntemaßnahmen, die im ganzen Jahr anstehen, in diesen einer Woche, in die es voraussichtlich kalt ist oder was, legen. Das geht einfach aus logistischen Gründen nicht. Deswegen hat man zwar einen gewissen Spielraum, wann denn jetzt nun genau die Holzerntemaßnahme stattfinden soll, aber beispielsweise, man hat für den Raum Südbaden 3 Harvester rumstehen. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber jetzt tun wir mal einfach so. Ne? Südbaden hat insgesamt 3 Harvester zur Verfügung und hat ganz 10.000 Hektar, meinetwegen, Fläche, auf der diese 3 Harvester gebraucht werden. Schmeißen wir einfach jetzt mal so in den Raum. Es ist jetzt ja logisch, dass in einer Woche 3 Harvester nicht 10.000 Hektar bearbeiten können, weil was schafft so ein Harvester in einer Woche? 100? 100 ist sicherlich realistisch. Das ist auf jeden Fall machbar. Das kann auch mal vielleicht ein bisschen mehr sein. Und damit haben wir dann halt eben die Maximalfläche an Holzernte, die hochmechanisiert pro Woche stattfinden kann, von 300. Oder lass es 400-500 sein oder irgendwie sonst was. Und damit kann man das einfach nicht in der einen Woche, in der es jetzt kalt ist, machen, sondern man hat jeweils pro Forstbetrieb einen gewissen Korridor, in dem der Harvester zur Verfügung steht. Dann muss man ihn hier einplanen, dann muss man ihn dort einplanen, dann muss man ihn da einplanen. Man kann das jeweils noch vielleicht um 1 und 2 Wochen verzögern, den Einsatz, weil man merkt, oh, jetzt hat es gerade erst geregnet, jetzt verlegen wir es lieber nochmal 2 Wochen nach hinten. Was man aber nicht tun kann, ist es 2 Monate nach hinten verlegen. Wäre auch dann deswegen blöde, weil man ja nicht weiß, wie das Wetter in 2 Monaten sein wird. In 2 Monaten könnte es dann noch beschissener sein, dann muss man es aber zu diesem Zeitpunkt trotzdem tun, weil es anders einfach nicht geht. Das Holz muss gemacht werden, da gibt es teilweise auch Lieferverträge mit Sägewerken, dass die quasi darauf warten, dass die einen Deal haben mit dem Förster, ey, du wolltest uns doch 100 Tannen rüberschicken vor 3 Wochen, ja nee, aber Boden ist zu aufgeweicht, ja das interessiert uns nicht, wir brauchen unsere 100 Tannen, sonst stehen unsere Maschinen still und unsere Arbeiter hocken rum und spielen Taschenbillard. Und das sind alles so Sachen, die da dranhängen. Das ist also eine ganz, ganz komplexe Geschichte, wann, wie das gemacht werden muss. Das System Wirtschaft und das System Ökologie sind halt 2 völlig voneinander entkoppelte Systeme. Und die große Kunst in der Forstwirtschaft ist eben, Wirtschaft zu betreiben. Und das Ganze zu versuchen, so gut das irgendwie auch nur erdenklich möglich ist, mit der Ökologie zu koppeln. Das funktioniert vergleichsweise gut. Es gibt keinen anderen Wirtschaftszweig, in dem das so gut funktioniert. Aber es funktioniert selbstverständlich auch noch nicht perfekt. Also wir haben es mit der Waldbewirtschaftung nach deutschem Modell mit der nachhaltigsten Form der Ökosystembewirtschaftung, die es überhaupt gibt, zu tun. Aber auch die ist halt eben nicht perfekt. Und auch nicht richtig gut. Sie ist die beste, die wir haben. Und so lasse ich das jetzt erstmal stehen. So, dann habe ich irgendwann vor einer längeren Zeit mal behauptet, es wurden diverse Fragen durch das eingangs erwähnte, verlinkte Video aufgeworfen. Zweite Frage ist, wie schlimm ist denn das, was man da sieht eigentlich? Jetzt aus fachlicher Sicht. Unteres Drittel. Also es könnte noch erheblich schlimmer sein. Unteres Drittel ist aber noch im Bereich des Akzeptablen. Gar keine Spuren, das ist so ultimativ, das hat man selten. Das ist ganz selten mal. Manchmal funktioniert's, aber ganz, ganz selten mal. So ganz bisschen Spuren, das ist relativ oft. Das ist auch nicht weiter schlimm. Und die meisten Leute, also auch da gibt es Leute, die da furchtbar meckern, die das furchtbar schlimm finden und ganz schrecklich und einem dann entsprechend auf die Nerven gehen, was man da Furchtbares angestellt hat. Wobei man dann als Fachmann, beziehungsweise als der Förster vor Ort, sich denkt, ho, das haben wir ja gut hinbekommen und sich freut, dass das alles so gut gelaufen ist. Und dann kommt halt trotzdem irgendjemand aus dem Wald gedackelt oder durch den Wald gedackelt und motzt einen an, oh, das sieht ja scheiße aus.
in dieser Hinsicht ist es dann doch ein manchmal etwas undankbarer Job, den der Kollege, der da entsprechend im Wald rumspringen muss, in dieser Form zu verrichten hat. Und dann haben wir halt eben noch die Fälle, wie jetzt hier zu sehen, wo es wirklich nicht schön aussieht. Das gebe ich zu, das sieht nicht schön aus, aber auch das, was man da sieht, ist bis auf ganz wenige Stellen, man müsste sich jetzt halt mal alles angucken vor Ort, bis auf ganz wenige Stellen, wo ich so das Gefühl hatte, da könnte es kritisch sein, ist es noch im Bereich dessen, wo man sagt, das ist zu akzeptieren. Aus fachlicher Sicht. Schön? Nicht? Nein? Besser wäre besser? Aber es ist noch im Bereich dessen, wo man niemandem einen Vorwurf machen kann. Man kann weder sagen, der Förster hat seinen Job nicht gemacht, noch diejenigen, die da den Holzeinschlag durchgeführt haben, sind Idioten und haben da alles falsch gemacht. Es ist schon noch in Ordnung. Also in keinster Weise könnte da irgendwer irgendwen wegen Schadensersatz oder sonst was verklagen. Und ja, ich weiß, es sieht scheiße aus, ohne jeden Zweifel. Da sind wir sofort einer Meinung, kein Thema. Aber ja, aus fachlicher Sicht, in Anbetracht dessen, dass man es irgendwie machen muss, ist es noch ganz in Ordnung. So. Und eine Sache, die mich im Video so ein ganz kleines bisschen stört, was aber auch keine Kritik sein soll, das ist nur einfach für mich, einfach so ein generelles Problem als Fachmann, wenn dann der Laie sagt, und das ist jetzt nicht abwertend gemeint, ich bin ja auch Laie in allem anderen außer Wald, ist dann, wenn dann von wegen, das sieht jetzt jahrelang scheiße aus. So, ich weiß nicht mehr genau, was die Aussage war, die mich da so ein bisschen gestört hat. Das ist aber sowas, das spielt überhaupt keine Rolle eigentlich. Weil man muss einfach in anderen Zeiträumen denken. Der Mensch denkt generell, also der Durchschnittsmensch, denkt in viel zu kurzen Zeiträumen über den Wald. Man muss den Wald immer in langen Perspektiven betrachten. Das ist so die richtige Denkweise, wenn man über den Wald nachdenkt. Immer schön langfristig. So ein bisschen aus Perspektive eines Baums. Jetzt habe ich keine Ahnung, was so ein Baum so denkt. Ich persönlich bin der Überzeugung, in irgendeiner Form tun die das. Das ist aber nichts, was man irgendwie beweisen könnte. Das ist einfach nur so ein bisschen vielleicht schon religiöse Züge annehmendes. Aber wenn so ein Baum denkt, dann denkt er sehr langsam und sehr langfristig. Weil so ein Teil kann halt eben, wenn man es entsprechend stehen lässt, durchschnittliche Waldbaum 300 bis 500 Jahre ist so ein guter Wert. Das ist überhaupt nicht unrealistisch. Ausnahmefälle von 800 Jahren. Wissen wir, dass es die gibt. So eine Eiche zum Beispiel, 1000 ist auch möglich und in anderen Regionen der Welt, in Deutschland ist nicht so, gibt es halt eben auch pflanzliche Biomasse, die zwar schwer noch als Baum zu bezeichnen ist, es handelt sich eher um ein Gebüsch, aber das älteste Lebewesen pflanzlicher Art der Welt, das wir kennen, ist so ein Gebüsch, das genetisch immer noch identisch ist, also immer noch zu einem derselben Pflanze, zum einem denselben Individuum gehört, aus Fichte. Und das ist quasi direkt nach der Eiszeit, nach dem Abschmelzen des Eises da gekeimt und seitdem ist es da. Also 10.000 Jahre halt etwa. Krasses Teil. Krasses Teil. Und aufgrund einfach dieser Horizonte, dieser ganz, 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 ganz anderen Entwicklungszeiträume von so einem Wald, auch so ein durchschnittlicher Waldbestand wie der, in dem ich hier jetzt hocke, da brauchst du, wenn du hier jetzt irgendwas gemacht hast forstlich, dann brauchst du die nächsten 10 Jahre überhaupt nicht mehr drüber nachdenken. Es wird erst wieder in 10 Jahren interessant, hier auch nur drüber nachzudenken, wieder irgendwas zu tun. Ne? Also es sind einfach ganz andere Zeiträume, in denen ein Forstwissenschaftler oder ein Förster denkt. Und ob das jetzt da 3 oder 4 oder 5 Jahre ein bisschen unordentlich aussieht und nicht so schön, das interessiert kein Mensch. Und das ist auch wirklich nicht wichtig. 3 Jahre sind nix. Davon abgesehen, solche aufgerissene Erde ist auch ein prima Keimbett für verschiedene seltene Pflanzen. Das hat also auch wieder so einen gewissen Naturschutzeffekt, dass da so ein paar Sachen aufkommen können, die in einem geschlossenen Waldbestand ohne Bodenverwundung sonst überhaupt nicht wachsen können. Und es gibt auch einzelne Pflanzen, die eben gerade auf verdichtete Böden spezialisiert sind, die in einem normalen Wald auch gar nicht so viele Chancen haben, da irgendwie aufzukommen. Wie gesagt, es sieht nicht schön aus. Kein Thema. Sind wir sofort beieinander, aber eben aus fachlicher Sicht, da hat niemand Mist gebaut und
in 5 Jahren vielleicht nochmal hingehen und mal schauen, wie es dann ausschaut. So, und deswegen hocke ich jetzt hier und bevor das Licht jetzt völlig weg ist, möchte ich mal ein bisschen diese kleine Rückegasse hier, die sah auch mal eine Zeit lang ganz ähnlich aus wie viele Teile der Rückegassen, die man im eingangs verlinkten Video sieht. Da möchte ich jetzt mal ein Stück entlang laufen und euch mal zeigen, was für schöne Flecken da inzwischen entstanden sind. Das ist zwar länger her als 5 Jahre, aber das ist teilweise gibt es da wirklich so ein paar richtig schöne kleine Fleckchen, die ich so für mich persönlich wunderbare Waldbilder finde. Das ist der Grund, weshalb ich hier sitze und nicht im Keller. Und das gucken wir uns jetzt noch schnell an. So, ich schaffe bei den Lichtverhältnissen jetzt extra am langen Deppenzepter, weil dann verwackelt es nicht ganz so sehr, das Bild bei so miesen Lichtverhältnissen. Ja, also ihr seht ja um mich rum, ich laufe jetzt hier quasi auf dieser alten ehemaligen Rückegasse. Man kann es, glaube ich, gleich ganz schön sehen, wenn man jetzt hier so, das sieht aus wie so ein kleiner Wanderpfad. Ist es aber nicht. Ist eine ehemalige Rückegasse. Und diese Spur, die ihr seht, da läuft auch hin und wieder mal jemand lang. Aber im Wesentlichen ist das genau das Ding, was man da sieht, ist die Spur, die Schneise, die halt eben vom Harvester in den Boden gefräst worden ist. Und hier ist zwar auch so ein bisschen wirklich ein Spezialfall und ein besonderer Flecken im Wald, aber das ist einfach nur mal so als ein Beispiel, wo sich aus einer Rückegasse mal was ganz Hübsches entwickelt hat. Also hier geht sie lang, das ist die ehemalige schlimme Rückegasse. Ich möchte zu einem bestimmten Punkt, der kommt weiter hinten und ich werde jetzt auch nicht alles filmen. Da sah es nämlich wirklich so richtig schlimm aus und das ist ungefähr 10 Jahre her. Und ich weiß noch, dass ich an der Stelle nämlich auch gestanden bin und quasi hätte ich damals schon einen YouTube-Kanal gehabt, hätte ich quasi genau das gleiche Video gemacht, wie das eingangs verlinkte, weil ich da so Ähnliches gedacht habe. Da wusste ich es ja auch noch nicht, hatte mich ja noch nicht so sehr damit intensiv auseinandergesetzt, wie das eigentlich aussehen soll. Und da sah es halt auch wirklich schlimm aus und inzwischen haben wir hier teilweise schon so märchenwaldartig anmutende Flecken, finde ich. Also Ästhetik ist ja immer was, wo man geteilter Meinung sein darf und unterschiedliche Ansichten pflegen darf. Aber ich finde, hier hat schon so ein paar wirklich richtig hübsche Fleckchen entlang eben dieser Rückegasse. Hier kann man es jetzt auch noch mal schön sehen. Eben auch erkennen, links und rechts, die Reifenspuren quasi. Das war auch mal tiefer oder sah zumindest mal tiefer aus, diese Rillen. Der Boden erholt sich schon und hebt sich auch wieder ein wenig an im Lauf der Zeit. Es braucht halt eben ein Weilchen. Übrigens ist seit der entsprechenden Maßnahme, wo dieses Zeug entstanden ist, diese Rillen hier, auch gar nicht mehr viel gemacht worden forstlich, weil es nicht notwendig war. Hat gereicht. Manchmal, in manchen Wäldern, langt halt dann eben so ein krasser Eingriff, der solche Spuren hinterlässt, dann auch mal 20 Jahre oder auch mal 30 Jahre oder auch mal 40 Jahre. Das kann alles sein. Und wenn man in 40 Jahren beispielsweise nur einmal so eingreifen muss, dass halt eben diese Spuren entstehen. Wie gesagt, nach 5 Jahren sieht man die kaum noch. Nach 10 Jahren sieht es ganz schön aus, nach 20 Jahren weiß keiner mehr, dass da überhaupt jemals eine Rückegasse gewesen ist, außer man ist halt eben vom Fach. Also einfach die Zeithorizonte, die im Wald eine Rolle spielen, sind andere als uns quasi, schaut mal hier daneben, diese schöne Tannenverjüngungsfläche, hübsch, ne? Ja, es ist einfach die Zeithorizonte. Das ist nochmal das, was ich nochmal nicht oft genug betonen kann, dass da einfach ganz andere Zeiträume im Wald eine Rolle spielen, als für uns normal ist. So von der normalen Denke her. Ja, hier kann man also schön sehen, da kreuzen zwei Rückegassen. Sowas haben wir auch im eingangs verlinkten Video an einer Stelle. Da sieht das halt anders aus. Hier sieht es jetzt so aus. So würde man jetzt sagen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich hier jemand beschwert bei diesem Anblick. Das ist halt jetzt schlimmes Bild, 10 Jahre später. Wald wächst wunderbar, Wald hat wenig Schaden genommen. Hier auf der Rückegasse haben wir ein paar andere Pflanzen, die eventuell die Biodiversität noch sogar ein bisschen bereichern. Also alles halb so wild, ne? 10 Jahre später. Aber bevor es der Eindruck entsteht, ich würde jetzt behaupten, es ist alles toll mit Rückegassen und die ganzen Bodenverdichtungen sind egal. Wie gesagt, wir wissen noch nicht, wie schlimm es ist, dass das WWW, das Wood Wide Web,
Wood Wide Web, so rum, durch sowas durchtrennt werden kann. Wissen wir noch nicht. Es gibt Forschungsansätze, die davon ausgehen, dass das halt wirklich gravierende Folgen haben kann, langfristig gesehen. So lange gibt es ja diese Form der Waldbewirtschaftung auch noch nicht. Das ist ja alles noch eine relativ junge Geschichte. Also Spätfolgen können auftreten, es weiß halt nur noch keiner. Es kann auch sein, dass keine Spätfolgen auftreten. Ist wirklich schwer zu sagen. Derzeit überwiegen scheinbar die Vorteile. Die Nachteile. Interessante Pilze. Ich traue mich ja nach wie vor nicht, öffentlich irgendwelche Pilze zu identifizieren. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, was es ist. Nachher stimmt's nicht. Und dann erzähle ich Scheiße und nachher geht dann irgendjemand hin und futtert den Pilz. Aber ich bin mir doch schon sehr sicher, ich riskiere es jetzt mal, dass das hier irgendwelche Tintlinge sind. Ich kenne den genauen lateinischen Namen schon gar nicht und die genaue deutsche Bezeichnung kenne ich auch nicht. Aber die verflüssigen sich von unten, krempeln sich dann quasi so hoch und werden sozusagen zu Tinte. Das kann man hier ganz schön sehen, also im schwindenden Licht. Da gibt es, glaube ich, auch verschiedene Arten von diesen Tintenpilzen. Im ganz jungen Zustand sind sie, glaube ich, auch essbar. Aber anhand dieses Videos geht ihr jetzt bitte nicht Pilze sammeln, ja? Also, die hier wollte ich. Bildqualität wird immer beschissener. Ich muss machen, dass ich vorwärts komme, bevor es ganz dunkel ist. Ja, also hier kann man es ganz schön sehen. Also hier ist auf jeden Fall definitiv ein recht tiefer Graben entstanden. Wir haben hier auch so kleine Kiesel und so weiter und so fort rumliegen. Da ist also wirklich der humose Oberboden vollständig abgetragen worden, jetzt durch Erosion abschließend. Und auch, dass jetzt hier wirklich so ein richtiger Wall entstanden ist, wo es jetzt richtig tief runter geht. Das sind etwa 50 cm Unterschied zwischen hier oben und da unten. Und das ist auch so die Grenze. Also wer mal Lust hat, mit dem Zollstock in eben den entsprechenden Gleisen auf der Holzernte zu messen, 30 cm ist noch okay, 50 cm ist definitiv zu viel und da dazwischen, das ist auch schon nicht mehr gut, aber ja, da befindet man sich so irgendwo in der Zone des noch nicht so schlimmen Schadens. Aber bei 50 cm, das ist definitiv dann zu viel und da ist auch was schief gelaufen und da darf man dann auch dem entsprechenden Förster vor Ort ein bisschen ans Bein pinkeln. Das soll auf keinen Fall so sein, außer wenn das jetzt wirklich nur mal ganz kleinräumig auftritt, dass das vielleicht mal 2 Meter sind, so ein Stück mit so tiefen Gleisen. Das muss man dann auch wieder so ein bisschen sagen, okay, wegen den 2 Metern jetzt eine völlig andere Route durch den Wald fahren oder an der Stelle mit einer anderen Methode Holz machen, das kann man auch wieder nicht erwarten aus wirtschaftlichen Gründen. Das wäre auch einfach unsinnig. Deswegen, ja, ist immer so ein bisschen so ein Abwägen. Aber eigentlich, so wie das da gerade gezeigt, auch nach 10 Jahren noch, sollte das so nicht aussehen. Das hätte eigentlich nie passieren dürfen. Nur, dass man so eine Stelle auch mal gezeigt hat und ihr dann mal wisst, was denn jetzt nun ein wirklich schlimmer Fall gewesen wäre. Ne? Okay, jetzt komme ich auf die Vorstraße und es wird wieder heller. Ah. Und dann kann ich an der Stelle auch finito machen für heute. Ich wünsche einen schönen Abend. Ich hoffe, niemand fühlt sich auf den Schlips getreten, weil ich dann doch halt eben der allgemeinen Meinung und dem allgemeinen Konsens auch unter den Kommentaren im eingangs verlinkten Video teilweise jetzt doch vehement widersprochen habe von dem, was da wieder erzählt wird. Aber ja, es ist halt einfach eine ganz andere Wahrnehmung, die man auf die Thematik hat, wenn man vom Fach ist, als wenn man es eben nicht ist. Und ich möchte nochmal betonen, ich kann ja hundertprozentig verstehen, das sieht scheiße aus und ich kann auch verstehen, wenn man sich über sowas aufregt. Und der große Fehler bei der Sache, wenn irgendjemand hier jetzt einen großen Fehler gemacht hat bei der gesamten Situation, dann würde ich ihn der Forstwirtschaft anheften wegen fehlender Aufklärung. Zu viele Leute, die im Wald was zu tun haben und sich auskennen, bleiben da
und behalten ihr ganzes Waldwissen für sich und machen eben keinerlei Aufklärungsarbeit, überhaupt nichts, und ziehen da einfach ihr Ding durch und wollen nach Möglichkeit, dass alle Leute aus dem Wald draußen bleiben und keinen geht's was an, was im Wald so passiert. Und wenn dann da was passiert, was für Außenstehende erstmal nicht nachvollziehbar ist, dann wundern sie sich, dass die meckern. Also das ist so der große Fehler, finde ich, in der Forstwirtschaft. Wo das Eichhörnchen wohnt und so weiter, dazu gibt es noch Führungen. Aber kein Förster erklärt gerne, wie das eigentlich mit der Wirtschaft funktioniert und warum es mal so läuft oder so und was die genauen Hintergründe sind. Und daran fehlt es massiv, finde ich. Aufklärung müsste einfach mehr sein, dann wäre auch weniger Zorn im Spiel. Und wenn alle Leute verstehen könnten, okay, so und so, warum ist das jetzt so? Ah ja, das macht ja irgendwie Sinn, nachdem man es dann erklärt bekommen hat. Ja, das Ganze ist jetzt lang genug geworden. Ich bin raus, ich gehe jetzt noch gemütlich eine Runde laufen und dann mit einem Umweg wieder heim. Macht's gut, lasst euch nicht betüxen, bis zum nächsten Mal.